Es ist mal wieder an der Zeit, euch von einem meiner absoluten Lieblingsspiele zu berichten. Es ist eine noch ganz frische, brennende Liebe und die heißt Obsession. Ich erzähle euch jetzt, um was es in dem Spiel geht und nenne euch 5 Gründe, warum mir das Spiel so gut gefällt. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Better Board Games. Ich bin Thomas und ich stelle euch heute Obsession vor. Ein großartiges Strategiespiel für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren von Dan Halligan. Der hat es mehr oder weniger in Personalunion entwickelt und auch das ganze Artwork gemacht. Kam ursprünglich 2018 raus, war lange Zeit auch sehr schwer verfügbar. Ich habe mir irgendwann mal eine englische Ausgabe geschnappt. Und die gute Nachricht, 2023 wird es auch auf Deutsch erscheinen. Ich hoffe, es wird nicht alles übersetzt, denn da würde vielleicht ein bisschen Flair von dem Spiel verloren gehen. Was ist Obsession? Es ist ein Strategiespiel, bei dem wir in die Rolle von verschiedenen adligen Familien schlüpfen, wobei wir ehrlich gesagt so ein bisschen runtergekommener Adel sind. Wir haben noch nicht so viel. Wir wohnen in einem kleinen Estate, da haben wir auch noch nicht so viele Möglichkeiten, haben noch wenig soziale Kontakte und im Laufe des Spiels, im normalen Spiel geht es über 16 Runden, 4 verschiedene Seasons, versuchen wir unseren Ruf zu verbessern, wir versuchen Aktivitäten bei uns anzubieten, da verschiedene Gäste einzuladen, soziale Kontakte zu knüpfen, immer bessere Gäste anzulocken, irgendwann auch ganz prestigeträchtige Leute, die mit uns gemeinsam frühstücken und uns zum Afternoon Tea treffen oder eine Partie Boule im englischen Garten spielen. Und all das machen wir, um Geld zu verdienen, damit wir das wieder reinvestieren können in unser Anwesen, um unseren Ruf zu verbessern und insgesamt unsere ganze Reputation zu verbessern. Vor allem auch im Hinblick auf die Geschwister Fairchild. Elizabeth und Charles Fairchild sind sozusagen die High Society bei uns in der Gegend hier in Derbyshire. Und wir versuchen vor allem, deren Gunst zu gewinnen. Das Ganze wird natürlich im Laufe des Spiels und am Ende auch in Siegpunkte konvertiert. Und wer am Ende dann die meisten Siegpunkte erwirtschaftet hat, der hat das Spiel gewonnen. Der erste Grund, warum mir Obsession so gut gefällt, kommt gleich beim Öffnen der Schachtel zum Tragen. Sieht vom Cover ja gar nicht so spannend aus, da ist halt so ein altes Anwesen aus dem viktorianischen England drauf. Aber wenn wir das dann auspacken, dann finden wir da ganz viele kleine Boxen und Schächtelchen. Jede Familie, also jeder Spieler bekommt dann auch gleich so eine Box, da ist dann auch alles drin, was man braucht. Die eigenen Karten mit sehr, sehr thematischen Illustrationen, kleine Miepelchen, die auch alle unterschiedlich aussehen und verschiedene Sachen können. Und ja, man hat gleich irgendwie Lust, in dieses Thema und in diese Welt einzusteigen. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Auch bis hin zu der Schriftart, die überall verwendet wird, kann man vielleicht manchmal ein bisschen schwer lesen. Aber dieses thematische Flair kommt dann gleich wirklich von Anfang an zu tragen, wenn wir diese Box öffnen. Und da ist jeder eigentlich schon gleich irgendwie gecaptured. Über das Thema werden wir später auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Der nächste Grund, warum Obsession so eine große Leidenschaft in mir entfacht hat, ist der zentrale Spielmechanismus. Ich habe euch ja schon gesagt, es geht darum, dass wir unser Anwesen sozusagen ausbauen, immer weitere prestigeträchtige Gäste anlocken, da tolle Aktivitäten durchführen und dann durch verschiedene Sachen Siegpunkte generieren. Und immer wenn wir dran sind, dann funktioniert unser Zug so, dass wir auf unser Estate schauen, also unser Anwesen. Da haben wir am Anfang 5 verschiedene Gebäude und wir wählen uns eins dieser Gebäude aus, das packen wir auf unser Tableau und dann können wir dann die entsprechende Aktion durchführen. Manchmal brauchen wir da auch entsprechendes Personal, also einen Butler oder eine Maid oder einen Valant, also irgendeinen Kammerdiener, den wir dann noch dazu assoziieren, der muss uns also zur Verfügung stehen und dann können wir da entsprechende Gästekarte ausspielen. Also welche Gäste uns zur Verfügung stehen, mit denen wir schon soziale Kontakte gepflegt haben, die werden durch unsere Hand bestimmt und es steht auf dem Plättchen auch drauf, wie viele Gäste wir dann zuordnen. Also zum Frühstück kommen zum Beispiel 4 Personen oder wenn eine Reitstunde gegeben wird, dann kommt da ein Gentleman und eine Lady. Und manchmal ist es auch genau vorgegeben, es werden 3 Ladies sozusagen gebraucht, manchmal ist es auch sehr divers, wen man da sozusagen hinspielt und auch die brauchen dann teilweise Personal, zum Beispiel eine Ladies Maid oder vielleicht auch noch irgendeinen kleinen Footman, der noch irgendwas dazu trägt. Auch die Ressourcen muss man haben und dann bekommt man einen Benefit und zwar der, der auf dem Plättchen drauf liegt und der auf den Karten drauf ist. Da bekommt man dann seinen Ruf, den man erhöhen kann, man bekommt Geld, was man dann wieder reinvestieren kann in bessere Gebäude und verschiedene andere Dinge. Dann landen die Karten, die man gespielt hat, auf dem Ablagestapel und das Gebäude wird umgedreht auf die Rückseite und wieder in das Anwesen zurückgelegt. Das hat dann teilweise auf der Rückseite auch etwas andere Fähigkeiten und wir generieren damit auch Siegpunkte. Und dann kommt der Clou, dann können wir am Ende unseres Zuges, wenn wir entsprechend auch Geld erwirtschaftet haben, uns auf dem zentralen Brett auf dem Markt neue Gebäude kaufen, die uns neue Aktionsmöglichkeiten geben. Und gleichzeitig bekommen wir auch neue Gäste in unser Deck. Da gibt es, wie gesagt, 2 verschiedene. Einmal die Standardgäste und einmal die prestigeträchtigeren Gäste, die natürlich auch tollere Sachen dann mit sich bringen. Und so versuchen wir quasi unser Anwesen, unsere Kartenhand immer weiter zu optimieren und aufzubauen. Und was auch eine sehr interessante Mechanik ist, ist, dass quasi sowohl für das Ausspielen dieser Plättchen als auch das Ausspielen der Karten man einen gewissen Rufwert braucht. Am Anfang reicht auch ein Ruf von 1, aber später, wenn dann etwas exquisitere Gäste kommen, dann kommen die nicht einfach so, wenn wir denen eine Einladung schicken, sondern
dann brauchen wir schon einen gewissen Grundruf, den wir uns erarbeitet haben, weil sonst haben die gar keine Lust, auf unser Anwesen zu kommen. Und das fühlt sich wirklich sehr, sehr thematisch an, weil man die ganze Zeit also quasi kombiniert, welche Gebäude und welche Karten man zu welcher Zeitpunkt spielt. Und es ist auch so, dass die Karten erst dann wieder auf die Hand zurückwandern, wenn man einen passenden Zug macht. Also man setzt einmal zwischendurch aus und refresht einige Sachen, kriegt auch ein bisschen Einkommen und dann steht dann wieder alles zur Verfügung. Und da auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann man das macht, das ist wirklich sehr, sehr spannend und fühlt sich sehr thematisch an. Delicious. Auch der dritte Grund, warum mir dieses Spiel so gut gefällt, hat mit den Mechanismen zu tun. Und zwar hat dieses Spiel sehr, sehr viele kleine Mini-Mechanismen, die man aus anderen Spielen auch schon kennt, die hier sehr, sehr liebevoll umgesetzt worden sind. Zum einen, dass wir unterschiedliche Bedienstete, Arbeitertypen haben, die unterschiedliche Dinge können. Das fühlt sich auch wirklich alles sehr, sehr thematisch an, was halt der Butler kann und was die Maid kann und was der Footman kann. Und das ist ja nicht wie in einem Worker-Placement-Spiel, dass wir die auf dem zentralen Brett einsetzen und dann unseren anderen Spielern irgendwelche Sachen verbauen, sondern wir setzen die bei uns auf unseren eigenen Plättchen ein. Aber auch da ist es so, dass wir halt im Laufe des Spiels versuchen, mehr Bedienstete zu bekommen und dieser Vorrat ist halt auch begrenzt. Man kann dann auch anderen Familien die abspenstig machen und zu sich holen. Da ist dann auch ein bisschen Ärger vorprogrammiert, aber das gehört in der englischen Gesellschaft wahrscheinlich auch dazu. Da ist auch ein bisschen Hauen und Stechen mit dabei. Auch sehr schön, dass jeder am Anfang variable Startfähigkeiten hat. Der eine fängt mit ein bisschen mehr Geld an, die andere Familie hat ein fünftes Familienmitglied von Anfang an schon, also mehr Karten auf der Hand. Eine Familie startet mit ein bisschen mehr Ruf. Also jeder kann so ein bisschen was anderes, aber diese Sachen, die treiben eigentlich total in eine strategische Richtung. Also man hat trotzdem noch alle Möglichkeiten. Man hat nur so einen kleinen Kickstart. Und man kennt es aus anderen Spielen, je nachdem, welche Fraktion man dann spielt, ist man schon so ein bisschen auch dazu geleitet, einfach eine ganz bestimmte Strategie zu verfolgen. Das ist hier nicht der Fall. Auch wie mit dem Markt umgegangen wird, wie am Anfang erstmal so die einfachen Aktivitäten zur Verfügung sind und später kommen dann die teuren und auch insgesamt mehr Sachen zur Auswahl. Das finde ich auch sehr, sehr schön gelöst. Und was mir ganz besonders gut gefällt, ist, wie mit den Objective Cards, also mit den Zielkarten umgegangen wird. Jeder bekommt am Anfang des Spiels im Standardspiel 5 Karten auf die Hand. Da sind geheime Ziele drauf, was ich erreichen möchte. Eine bestimmte Menge an Geld erwirtschaften oder bestimmte Gebäude kaufen, die ich dann bei mir in meinem Anwesen habe. Und im Laufe des Spiels bekomme ich nochmal weitere dazu. Und dann muss ich aber am Ende jeder Season eine wieder abgeben. Also ich habe am Anfang viele Optionen und dann muss ich mich aber Stück für Stück immer mehr fokussieren, was ich eigentlich wirklich will, versuchen will zu erreichen. Und das ist eigentlich sehr schön, wie damit umgegangen wird. Also auch da wird man nicht zu früh in eine bestimmte Richtung gelenkt, sondern man hat sehr viel Variabilität und viel Freiraum. Ja, so viel erstmal zu den ersten drei Gründen. Zwei Gründe fehlen noch und die sind wirklich sehr, sehr entscheidend, warum dieses Spiel so eine Leidenschaft bei mir entfacht hat. Aber zunächst erstmal ein bisschen Werbung. Weiter geht's nach nur einem Spot. Obsession. 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 A new fragrance for board gamers. Bevor wir nun zum vierten und wahrscheinlich wichtigsten Grund kommen, warum dieses Spiel so eine große Leidenschaft bei mir erweckt hat, würde ich euch gerne bitten, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Dann wird es etwas weiter verbreitet und mehr Leute werden auf dieses Video aufmerksam. Ganz lieben Dank. Ja, Grund Nummer 4, und da schlagen wir jetzt quasi die Bridgerton auch zum Anfang des Videos, wo ich schon gesagt habe, wenn man die Schachtel aufmacht, dann kommt einem schon dieses Thema so entgegen. Und es ist tatsächlich das Thema des Spiels und die thematische Umsetzung. Ich persönlich bin jetzt mit so Serien wie Downton Abbey gar nicht so vertraut. Das ist eigentlich gar nicht meine Welt, viktorianisches England. Aber auch ich war hier von Anfang an komplett reingezogen in das Thema. Und zwar, weil alles, was hier passiert, thematisch irgendwie durchdacht ist. Welche Figur macht was? Was machen die einzelnen Charaktere? Der Flavortext, der da drauf ist. Die einzelnen Gebäude und Aktivitäten, die man da macht. Alles passt thematisch einfach perfekt. Und man merkt es schon, wenn man das Regelheft durchliest, dass Dan Halligan sich da wirklich extrem viel Mühe gegeben hat, auch alles genau zu erklären, warum die verschiedenen Mechanismen genauso gewählt sind und warum die verschiedenen Charaktere dies und jenes können. Also was das alles irgendwie thematisch damit auf sich hat. Es ist vielleicht tatsächlich auch ein bisschen der Wermutstropfen. Dieses Regelheft ist ein bisschen schwer zu lesen. Es gibt auch verschiedene Varianten in dem Spiel und die werden auch abwechselnd beschrieben. Und dann ist sehr, sehr viel Beispiel-Flavortext mit dabei. Also macht total viel Spaß, um da in das Thema reinzukommen
aber wenn man sich das Spiel schnell erarbeiten will, ist es ein bisschen schwierig. Da kann ich euch aber ein ganz großartiges Regelvideo empfehlen, und zwar vom Brettspiel-Dude. Der ist auch ein großer Fan des Spiels und der erklärt mit gewohnter Eloquenz und gleichzeitig heimeliger Eleganz und Lässigkeit die Regeln in diesem Spiel in knapp 30 Minuten. Da wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Also kann ich euch sehr empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, das Thema kommt hier in allen Poren total durch. Und selbst wenn ihr auf das Thema nicht so steht generell, so wie ich zum Beispiel, werdet ihr euch da drin verlieren. Grund Nummer 5, warum mir dieses Spiel so gut gefällt, ist der Wiederspielwert, der vor allem durch die verschiedenen Varianten entsteht. Ich habe ja schon gesagt, es gibt eine Standardvariante, die geht über 16 Runden, und dann eine Extended-Variante, die geht über 20 Runden. Die ist auch ganz cool, wenn man das Spiel schon kennt, weil dann hat man einfach insgesamt noch mehr Möglichkeiten und kann sich einfach insgesamt noch mehr ausbauen, fühlt sich noch erfüllender an. Ich würde aber tatsächlich empfehlen, wenn ihr das zum ersten Mal spielt, gerade mit 4 Spielern, dann spielt die Standardvariante, denn man kommt da am Anfang schon so ein bisschen ins Grübeln. Ich nenne die Phase auch gerne Downtime Abbey. Aber das wird dann im Laufe des Spiels besser, wenn man die Regeln dann schon ganz gut kennt. Ansonsten gibt es noch weitere Varianten, die im Glossar, also nochmal ein extra Band, wo man die Sachen nachschlagen kann, auch mit ganz, ganz viel Flavortext, die man da findet. Die sind auch alle nach berühmten Persönlichkeiten benannt. Also es gibt eine Jane Austen-Variante, da ist der Fokus ein bisschen mehr auf die romantischen Beziehungen. Es gibt eine Queen Victoria-Variante, eine Charles Dickens-Variante. Dann gibt es unabhängig davon noch eine Möglichkeit, quasi wie man das Drafting der Startcharaktere regelt, dass da irgendwie ein bisschen mehr Fairness und weniger Zufall drin ist. Und wenn man das alles dann mal ausprobiert hat, und das sind jetzt keine besonders krassen Regelvarianten, die nehmen halt bestimmte Mechanismen und verändern die ein kleines bisschen, sodass man das Ganze dem eigenen Spielstil ein bisschen anpassen kann. Und wie gesagt, wenn man das alles dann mal durchgemacht hat, dann gibt es auch noch Erweiterungen. Da kommen noch neue Familien mit weiteren Spezialfähigkeiten, neue Bedienstete mit den abgefahrensten Möglichkeiten, wie man die einsetzt, noch mit dazu. Also da ist wirklich jede Menge drin. Und wenn einem das Spiel gefällt und man das wirklich häufig auf den Tisch bringt, dann hat man auch wirklich eine lange Zeit was davon, weil einfach ein großer Wiederspielwert drin ist. Das waren meine 5 Gründe, warum ich Obsession so großartig finde. Ich hoffe, ich konnte meine Leidenschaft ein bisschen zu euch rüber transportieren. Wenn euch das Video gefällt, ich habe noch einige andere Videos zu meinen Lieblingsspielen gemacht. Die findet ihr hier auf der Seite verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dann.